Okay, da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore zum Tag 1815. Und ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir weitermachen. Wir haben jetzt letztes Mal beim Nether-Monument den Grinder in den Nether verlegt. Und da wird es, denke ich, auch mal Zeit, dass wir das Innenleben des. Warum müssen die Endermen immer ihren Müll bei mir in der Wohnung abladen? Dass wir das Innenleben vom Nether-Monument langsam mal zu Ende bringen. So, du kommst hier rein. So, wir brauchen eine Schul- wir brauchen mindestens mal zwei Schulkerboxen, würde ich sagen. Nee, wir brauchen sogar noch mehr. Ich habe nämlich extra einen Netherrack geschmolzen. Damit wir möglichst viel an Nether Bricks haben. Dann brauchen wir nämlich Seelensand. Und Nether Bricks. Und noch ein bisschen Blackstone, wo wir schon dabei sind. Ja, sowas hier zum Beispiel. Ich nehme mal. So viel werden wir nicht benötigen, denke ich. Ich denke, das wird genügen. So, wo ist Seelensand? Hier. Okay, sind keine fertigen Bricks. Wir nehmen auch mal die, die Slabs mit, wo wir schon dabei sind. Ach du Kacke, ja, die sind ja wirklich fast komplett voll. Das Ding ist, man denkt halt, das ist mega viel, aber ist es halt eigentlich nicht. Unter Umständen müssen wir dann am Ende nochmal in die Nethermine gehen. Okay, mega viele Netherwarzen haben wir auch nicht, aber das ist okay, weil die Netherwarzenfarm ist ja im Nethermonument. So, die zwei sind leer, das heißt, die zwei tun wir dann wieder zurück. Und was ich auch noch gerade zeigen kann, wo wir dabei sind. Wir haben jetzt dreimal einen Dreizack. Also wir haben Hades, wir haben Poseidon und wir haben Zeus. Poseidon ist besonders lustig, wenn es regnet, dann kann man nämlich noch schön durch die Gegend fliegen. Aber Hades ist halt unser, ich habe es gerade falsch ausgesprochen, Hades ist halt unser normaler Battle Trident. Wobei ein Nether gegen die Ghasts war halt nicht so sinnvoll, finde ich. Also ich habe dann immer Angst, dass er nicht zurückkommt. Ich hätte eigentlich noch, oder? Ich habe zwei mitgenommen mit so Dings, mit so Ziegeln und eine mit Warzen. Also eigentlich hätte ich noch eine dritte mit Ziegeln mitnehmen müssen. Egal, wir gucken erstmal, wie weit wir jetzt kommen. Und was ich hier noch ergänzt habe, das gefällt mir noch nicht so wirklich. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausgefallener machen, vielleicht mit einem Timer, aber ich weiß gerade nicht, wie man hier einen kompakten Timer hinkriegt. Dass halt wirklich alle 30 Sekunden, ich habe hier die Fische, die dann reinkommen, reingepackt, dass der Dispenser ausgelöst wird oder jedes Mal, wenn ein Item durch das Portal reist, halt die andere Seite geladen wird und dann kommen halt die ganzen Guardians noch nach, die halt schon gespawnt wurden, aber halt noch nicht durch das Portal geschwommen sind. Das fände ich eigentlich ganz sinnvoll. Ich überlege, ob man es nicht vielleicht auch mit einem Skulk-Sensor macht.
weil dann kann man einfach irgendwie mit einem Notenblock das mehr oder weniger drahtlos machen. Wobei ein Sensor wird ja von allem Möglichen ausgelöst. So, aber das hier ist jetzt. Hier ist jetzt halt die Frage, welche von den Räumen behalte ich bei? Also welche Räume möchte ich beibehalten und wo ziehen wir neue Geschichten, also neue Treppen und sowas? Ich würde ja gerade sagen, hier. Also ich finde, das macht irgendwie Sinn, hier den Raum schon mal anzubinden. Und dann erweitert sich, wie er denkt, erweitert mich, denke ich auch, was habe ich denn hier gemacht? Wieso habe ich denn hier eine Lücke gelassen? Hä? So, das hier können wir später noch austauschen. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, diesen Außenbereich genau dafür zu nutzen. Ich wüsste halt jetzt nicht, was ich sonst groß an Räumen haben möchte. Weil sowas wie einen weiteren Verzauberraum und so bräuchten wir, finde ich, jetzt hier nicht. Ach, hier ist ja auch noch. Stimmt, irgendwann habe ich mal einen Schneemann hier eingesperrt. Ich weiß doch nicht mehr warum. Warum habe ich das denn gemacht? Für irgendwas brauchte ich Schnee. Aber ich weiß, beim besten wäre nicht mehr so für. Glas hätte ich auch mitnehmen können. Aber ich glaube, ich kann einfach hier das Glas nehmen, weil dann machen wir hier einen schönen Rahmen drum. Aber Glas hätte ich natürlich auch mitnehmen können. Pass auf, wir gehen nochmal gerade zurück. Wir haben uns das jetzt angeschaut, jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Okay, also man merkt, es wird laggier, wenn man eine Lichtquelle in der Hand hält. So, und einer von denen war noch ein bisschen Platz, aber das ist jetzt auch nicht mega viel. Was? Nein.
Reißt das durch Portale? Ja. So, um das mal zu demonstrieren, wir können jetzt da einmal drücken und theoretisch kann es jetzt passieren, dass hier... Okay, es war wahrscheinlich einfach zu wenig los auf der anderen Seite. Okay, du hast eine andere Flugbahn. Ist natürlich auch nice, dass das Ding brennt und mir nicht wehtut, wenn ich es wieder in die Hand nehme. Also gefühlt fliegt der Dreizack langsamer. Okay, auf der Reichweite ist man einfach nicht präzise. So, pass auf. So, Frage ist halt, macht man vielleicht die Wand hier raus? Das Ding ist, wir brauchen halt keinen Crafting-Raum oder sowas. Deswegen, also ich weiß ehrlich gesagt bei den meisten Räumen nicht, was ich mit ihnen tun soll. Ja, das hier ist natürlich auch ungünstig. Also eigentlich brauchen wir hier einen Durchgang. Keine Treppe. Hier, das macht wesentlich mehr Sinn. So, Glowstone habe ich noch dabei, das ist gut. Hallo? Fehlt mir jetzt eine Schulker? Ja, hier fehlt eine Schulkerbox hier.
Wie sieht's hier aus? Führt das hier irgendwo hin? Hier könnte man theoretisch einen Durchgang machen. Fragt sich, will man das? Wenn ich hier die Wand. Also das hier, dieser schmale Durchgang gefällt mir halt auch nicht. Okay, hier ist das da. Ich denke, ich glaube, das macht mehr Sinn, die Wand hier rauszureißen. Und hier, keine Ahnung. Also hier die Wand kann bleiben, aber hier das sollte, denke ich, raus. Ja, das ist hier die Geschichte, dass das nicht gleichmäßig ist. Zumindest das Ding ist halt komplett darauf ausgelegt, dass hier Wasser ist und dass man hier durchschwimmt. Aber wenn man hier dann durchlaufen will, passt das nicht wirklich. Aber hier möchte ich keinen Durchgang. Also das macht eher hier und hier eine Leiter Sinn. Aber es sieht halt auch blöd aus, hier die Säulen zu haben und es dann, also wenn wir das jetzt hier zumachen. Aber dachte, das geht. Das sieht gar nicht mal so kacke aus. Und trotzdem brauchen wir bald auch irgendwo ein paar natürliche Treppen. Ich denke, hier an der Seite macht das noch am ehesten Sinn. Hier und wenn wir den Raum hier auch nehmen. Zumindest das ist nicht gleichmäßig. Also hier nach da und da drüben würde ich es dann in die Richtung ziehen, weil es auch keinen Sinn macht. Also ich muss es schon hier lang. Die Richtung stimmt halt vorne und hinten nicht. Entweder stimmt sie von oben nicht oder von unten nicht. Hier passt es.
So, weil dann kann nämlich das hier weg. Und das hier auch. Und auf der anderen Seite, wir probieren es mal von oben. Ist noch hier. Es ist halt die Frage, was macht man mit diesen ganzen kleinen Räumen? So, aber die Wand hier muss dann weg. Und die hier auch, weil die hat auch keinen Platz hier so. Moment, einmal, noch einmal hinlegen. Moment, ich höre einen Händler. Wo bist du? Das ist so creepy, wenn der Händler einfach aus dem Nichts kommt. Ah, wo ist der? Der Händler selber ist jetzt unsichtbar, aber der... Die Lamas müssten wir noch irgendwo hier oben laufen sehen. Da, hallo. Oh, du hast Korallenblöcke. Und du hast Tripstone. Oh, wie ich glaube, wir können den nächsten Lava-Farm bauen. Nee, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Pointed Dripstone. Okay, das heißt, das können wir jetzt farmen. So, Lilypads. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist ein großer Schritt. Weil wir können jetzt Lava farmen, wir können Dripstone farmen. Davon hatte ich nämlich bis jetzt noch nichts gefunden. Vielleicht wird das auch eins der nächsten Dinger dann, die wir bei Crossroads Tempel noch ergänzen. Wer weiß. So, das nehmen wir mit und möglichst viel.
So. Wird einfach so massiv schnell hier. So, das ziehen wir nicht hier durch, würde ich sagen. Ich meine, was man überlegen könnte, wäre, dass man das hier durch Stairs ersetzt. Da hätte man nochmal so ein Viertelblock. Hier mehr Bewegungsspielraum. Bringt das was? Naja. Ich will es ja eigentlich schon ziemlich originalgetreu haben. So, hier könnte man das wieder. Ja. Dann haben wir zwei große. Das Ding ist, ich wüsste nichts anderes, wofür man diese großen Flächen verwenden sollte. Die können wir zusammenfassen. Dann holen wir die eine Schulkerbox.
Moment, hier mache ich dann aber Treppen draus. Hi Yoshi, willkommen zum Stream. Drei Stunden Latein lernen, entspannen. Okay, nach drei Stunden ist halt auch echt der Ofen aus. Da lernt man auch nichts Neues mehr. Aber Latein zu wählen war mit einer der größten Fehler, die ich hätte machen können. Ich hätte Französisch nehmen sollen. Also keine Wahl, wieso? Wollt ihr euch das nicht aussuchen nach der fünften? In der sechsten fängt man an mit der zweiten Fremdsprache oder wie war das? Also zumindest auf dem Gymnasium, bei uns in NRW war es so. War das ab der sechsten? Ja, wir hatten die Wahl. Ich habe in der 8. Französisch gewählt, okay. Ja gut, dann hast du sogar drei Fremdsprachen. Das war mir ab einem bestimmten Punkt leider ein Graus. Im Nachhinein wäre das vielleicht besser gewesen. Ich habe Latein auch abgewählt, sobald ich durfte, weil das eh zum Scheitern verurteilt war, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen. Dafür waren meine Lücken zu groß. Warum wir so mal Latein können wollen, zum Klugscheißen. Wenn man klugscheißen will, ist das die Sprache. So, dazwischen sind vier, richtig? Ja. Okay, krass, aus irgendeinem Grund fehlt hier ein Ding. Es gibt so vieles in der Schule, was man nie wieder benötigen wird. Sagen, was die Schule vermittelt. Also manche Sachen ja, aber es ist schon nice, wenn man sich seine eigenen Regeln machen kann. So, Frage ist, wo fangen wir an?
Okay, das ist das Muster, das wir haben wollen. Ist doch drei. Das ist immer fies. Auch immer schön waren Arbeiten direkt in der ersten Woche nach den Ferien. Ich bin mal gespannt, ich werde vielleicht bald wieder in einer Schule arbeiten. Die meisten arbeiten die Woche vor den Ferien. Vor den Ferien geht's noch. Ich meine, gut, da ist irgendwie die Luft dann normalerweise raus. Was ist halt auch der letztmögliche Zeitpunkt, ne? So, und dann die hier auch. Josh, was? Wie ist Twitch hat dein Account gelöscht? Wegen verdächtig, was? Wegen verdächtigen Aktivitäten. So, und dann haben wir hier.
Also theoretisch müsste ich hier nicht, aber ich mache es trotzdem mit Rot. Also bei mir war es tatsächlich, habe ich jetzt schon zweimal gehabt, dass jemand eine Passwort-Zurücksetzen-E-Mail für meinen Uplay-Account angefordert hat. Da habe ich direkt das beide Male erstmal das Passwort geändert. Wo ich aber langsam auch denke, was ist da los? Bin ich der Einzige, der dann am Samstag schon wieder am Montag denkt? Na, Samstag nicht, aber... Aber Sonntag ist für mich im Prinzip Prämontag. War schon immer. Na. Sagen, die Tage kam ich irgendwie auf Lehrersprüche, die nicht gut gealtert sind. Und dann kam einfach, ihr könnt nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Also ganz ehrlich, ich werde jeden Lehrer auslachen, der diesen Spruch heute noch bringt. Wieder hat ein Handy dabei, meine ich ja. Und Apps gibt es genug, die dir, so selbst der normale Taschenrechner kann eigentlich alles, was man im Alltag so braucht. Und selbst für die komplexesten Rechnungen gibt es Apps. Ich meine, ja, man sollte es schon mal irgendwie besprochen und gemacht haben. Einfach um die Grundprinzipien zu verstehen, weil sonst haben wir irgendwann wirklich einen technologischen Rückschritt, weil die Sachen einfach nur noch funktionieren, aber niemand mehr weiß warum. Aber ja, so, du kannst halt eigentlich heute keinem mehr erzählen, dass wenn er nicht gut Kopf rechnen kann, so er im Leben nicht klarkommen wird. Tausende Bücher nie zu Ende machen. Nicht? Also ich habe die Bücher halt selber, die wir gelesen haben, halt selber auch zu Ende gelesen, weil ich sie tatsächlich teilweise auch durchaus interessant fand. Ich finde es halt immer dämlich, die Filme nicht zu Ende zu gucken. Gerade wenn man dazu irgendwie noch vorher groß noch Sachen analysiert hat. Aber ich meine, man sollte ja vielleicht auch mal das Ende besprechen, aber dafür fehlt dann irgendwie immer die Zeit. Also Schulbücher, ich dachte, du meinst jetzt im Sinne von Lektüre. Aber ja, die Schulbücher waren durchaus auch interessant, nur an die interessanten Stellen kam man dann meistens nicht im Unterricht. Was willst du? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn die hier spawnen. Und dann das Spawn Cap auffüllen, das ist nicht so geil.
machen wir das am geschicktesten? Lava. Schulbücher sind 300 Seiten lang, aber am Ende machen wir die Hälfte. Ja, ich meine, gut, das ist halt auch nicht alles, was in dem Schulbuch steht, immer verpflichtend. Teilweise haben, glaube ich, auch mehrere Bundesländer die gleichen Bücher, aber nicht den gleichen Lehrplan. Also es ist nicht ganz grundlos. So, die Blöcke, die man nicht sieht, lasse ich auch natürlich so, wie sie sind, weil alles andere ist Blödsinn. Wir haben Physikfächer, die das ja selber einen Inhalt haben, teils sogar copy-pasted. Wir hatten Religionsbücher, die wir jeweils 2 Jahre verwendet haben. Also 5.6. hatte das gleiche Buch, 7.8. hatte das gleiche Buch und 9.10. hatte das gleiche Buch. Weil was an sich auch nicht verkehrt ist. Ich meine, das ist ein Fach, was du 2 Stunden die Woche hast oder vielleicht 3. Und vor allem, wir haben uns gar nicht so viel mit dem Buch befasst. Also ich war das Buch die Hälfte der Zeit total überflüssig. Was schade war, weil da tatsächlich durchaus interessante Sachen drin waren. Aber ich finde halt auch Religionsunterricht. Als allgemeinen Religionsunterricht fände ich es gut. Aber ich finde halt nicht auch diese dämliche Aufteilung katholisch, evangelisch und am besten noch muslimisch. Das ist halt, finde ich, total überflüssig. Weil es geht, finde ich, sollte, finde ich, nicht darum gehen, dann jetzt dass man Schülern gezielt das Christentum oder so näher bringt, sondern eben halt Religion allgemein und halt auch vergleicht und auch, ja, ne, und so ein bisschen Moral und Ethik damit einbringt. Warum seid ihr alle so müde? Ich muss wo aufstehen. Abgesehen davon, dass man ab einem bestimmten Alter auch sich der, wieder mehr Schlaf benötigt. So Pubertät und so. Wie mache ich Blackstone Bricks? Songcutter? Ich habe doch Blackstone Bricks genommen, oder? Ja. Ich bin aber heute auch spät aufgestanden. Ich bin tatsächlich fast, also der Stream hätte fast verspätet anfangen müssen, weil ich tatsächlich erst um 20 vor 1 mit dem Frühstück durch war. Manche Leute würden jetzt sagen, das ist das Mittagessen, aber für uns ist das das Frühstück. Was habe ich denn hier gemacht?
Okay, hat schon 9 Stunden. Das bringt aber, das ist halt aber auch so eine Sache. Teilweise gehst du extra früh schlafen, aber es bringt nichts. Und an anderen Tagen gehst du viel zu spät schlafen, aber es, du hast trotzdem halt normale Leistungsfähigkeit. Das ist nicht immer logisch. Okay, ja, wir können das hier zu Ende führen. Uhu, hier ist Blackstone. Haben wir hier Haste 1 oder Haste 2? Gar nichts davon. Ganz ehrlich, die Guardian Farm werden wir auch auf absehbare Zeit nicht brauchen, weil wir so viel aus der Geschichte hier rausgekriegt haben. Aber auch nur 5 Fehltage wegen Arzt. Das ist auch so ein Ding. So von wegen, wie einem teilweise erzählt wird, ja, wenn man Fehlstunden auf dem Zeugnis hat, dann ist das ganz schlimm, dann will einen keiner einstellen. Das hat noch nie einen Menschen interessiert, wie viele Fehlstunden ich in der Oberstufe hatte. Ich habe selbst auf meinem Zeugnis fürs mit einer der wichtigsten Noten auf einem Abschlusszeugnis von meiner Ausbildung ist eine ungenügend. Und ich glaube, es hat bis jetzt zweimal jemand danach gefragt. Ja, ganz dämlich sind die Leute auch nicht. Also. Die Leute wissen auch irgendwie, wenn da eine Note und irgendwie eine 6 drunter ist und alle anderen Noten sind nicht schlechter als 3, dann ist denen auch klar, dass da irgendwas gelaufen sein muss. Weil man kann sich nicht immer darauf verlassen, aber dämlich sind die Leute auch nicht unbedingt. 365 Fehltage. Und dann machen halt manche Leute, manche Lehrer und auch manche Eltern so einen Wirbel, irgendwie, weil du irgendwie 7 Fehlstunden auf dem Zeugnis stehen hast. Wenn es unklug, wenn sie halt unentschuldigt draufstehen. Also das muss nicht sein. Aber entschuldigt, ganz ehrlich, du hast in Deutschland Anspruch auf 6 Wochen Lohnfortzahlung, wenn du krank bist. Also das ist halt das Ausmaß an Krankheit, was jeder Arbeitgeber tolerieren muss. Auch wenn es manche nicht gerne tun. Also ich meine, gut, ist auch irgendwie verständlich, weil einem dadurch immer noch Geld flöten geht, aber es ist halt so. Bin fast nie krank. Ich war tatsächlich aber auch auf dem Gymnasium war ich eigentlich fast nie krank. Bin generell ziemlich widerstandsfähig, was das angeht. Ich meine, zwar jetzt, also zumindest was körperliche Krankheiten angeht, zwar zeitweise auch zum Beispiel jetzt auch letztes Jahr ein paar Mal öfter krank. Ich meine, gut, das war halt auch Corona-Phase. Corona habe ich das nicht gekriegt, aber dafür zwischendurch mal Erkältungen. Ich meine, es kommt halt mit meinem Beruf halt auch einfach so
da gehst du halt nicht komplett unbeschadet durch. Aber das Krasse ist da halt wieder, dass ich halt da viele Arbeitgeber halt selber ins Bein schießen, weil sie sagen, sie wollen ab dem ersten Tag eine AU. Und ich denke mir so, ja, wenn ich zum Arzt gehe, dann schreibt mich mein Arzt nicht nur für einen Tag krank. Ich meine, klar, ich könnte ihn darum bitten, dass für einen Tag, aber ganz ehrlich, wenn ich schon zum Arzt gehen muss, dann werde ich mich nicht nur für einen Tag krank schreiben lassen. Weil wenn ich sage, es ist so schlimm, dass ich zum Arzt gehe, dann ist halt auch meistens die Kacke am Dampfen. So, dann gehe ich davon aus, dass ich erstmal out of order bin. Wenn ihr in der Schule auch nicht mehr motiviert seid, achten, das ist halt... Ja, man muss sich halt irgendwie durchschlagen, das Beste draus machen. Wenn man dann erstmal weiß, wofür man, was man will, tritt man sich unter Umständen, dass man nicht sich da angestrengt hat, als man noch die Zeit und die Möglichkeit hatte. Also ich, ein Teil von mir tritt sich auch zum Beispiel, dass ich nicht in Englisch LK... Ich könnte einen besseren Abi-Schnitt haben, einfach nur indem ich in Englisch LK Hausaufgaben gemacht hätte. Aber ich hatte einfach überhaupt keinen Bock darauf, weil ich konnte die ganzen Sachen halt schon. Also ich muss meiner Englischlehrerin damals, die hat gesehen, was ich konnte, der werde ich wahrscheinlich jeden Nerv gekostet haben, weil die gesehen hat und gehört hat, was ich konnte und es halt die meiste Zeit überhaupt nicht eingesetzt habe, aber auch gar nicht wirklich die Möglichkeit sah, es einzusetzen. In der 8. bin ich tatsächlich sogar fast sitzen geblieben. Und der einzige Grund, warum ich es nicht bin, war, dass meine Lateinlehrerin mir dann doch nur eine 4 auf dem Zeugnis gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Fall war von wegen Latein sollte keiner sitzen bleiben oder ob es tatsächlich doch irgendwie auch so gereicht hätte, weil in Latein war ich nicht gut, meine zweite 5 war in Mathe. Und das Krasse in Mathe ist, ich hatte, in der 8. Klasse waren ja auch die Lernstandserhebungen. Ich hatte, glaube ich, sogar eine der besten, aber eine ziemlich gute in Mathe. Aber ich hatte halt in den Arbeiten nur 5 in dem Jahr. Moment, hier wollten wir ja zumachen. Ich hatte noch nie eine 5. Das ist eine krasse Leistung. Nee, 5 hatte ich vor allem in Latein und in Mathe einige. Und ein paar 6 habe ich mir auch in verschiedenen Fächern eingefangen. Auf jeden Fall einmal in Deutsch und einmal in Mathe. Nicht Mathe, in Bio. Leistungskurs sogar. Das war ein bisschen uncool. Ist das schon wieder ein anderer? Nee. Lamas, eure Gesichter sind, glaube ich, ein bisschen verschoben, würde ich behaupten. Also irgendwie passt das noch nicht so zusammen. Weil die Lama-Textur selber ist schon in HD, aber das Geschirr, was die anhaben, nicht. Hatte in der 8. zum ersten Mal eine 4 in Französisch. Also noch keine 5 gehabt zu haben, ist halt auch krass in der 8. Das ist einfach als 8. Change my mind. Ich glaube, in der 9. hatten wir wieder Bio, nachdem es in der 8. glaube ich gefehlt hat. Und Biologie war eigentlich immer eins meiner Lieblingsfächer. Deshalb war ich auch, wollte ich das auch im Leistungskurs haben. Das war ja auch so nice, dadurch, dass ich Bio-LK hatte und Informatik halt noch als Differenzierungsfach. Musste ich Mathe nicht ins Abitur nehmen, das war einfach ein Lifesaver. Okay, uff. Jetzt muss ich aber langsam mal wieder meine Sachen auffüllen.
Nein, nicht mein Totem, sondern... So, du kannst wieder in die Kiste. Wir haben einfach schon die erste Kiste mit Neverbrick aufgebraucht. Mathe ist so lange lustig, bis das Studium anfängt. Oh Gott, Studium Mathe möchte ich gar nicht mir das angucken. So, ich finde Mathe tatsächlich inzwischen... Also du kannst spannende Dinge gerade auch im Gaming-Bereich damit machen, einfach um Sachen zu vergleichen. Also mit solchen Fragestellungen hätte man mich vielleicht auch mal motiviert. Es war nicht mal so, dass ich... Das Ding ist, ich habe die Sachen halt immer viel zu spät erst verstanden und dadurch war das halt nicht so cool. Ich fand irgendwie die Art, wie es erklärt wurde, irgendwie nie schlüssig. Aber ganz kurz, ich muss mal was zu trinken holen, denn ich habe das vorhin vergessen. Scheinen aber einige zu haben. Welches Problem? Real Life kennt Schule nicht, Hausaufgaben bekommt man immer nach der siebten. Was? Hausaufgaben bekommt man immer, aber nach der siebten habe ich keine Hausaufgaben gemacht. Ja, ich sag mal so, wenn ich einige der Methoden, die ich jetzt kenne, das Ding ist, ich habe halt nie eine nicht Arbeitshaltung, aber halt nie sinnvolle Arbeitsweisen gelernt. Dadurch, dass ich halt bis zu einem bestimmten Punkt nichts machen musste in der Schule und immer tolle Noten hatte. Das kam ja teilweise sogar in der Ausbildung dann wieder. So Englisch, ich hatte in der Ausbildung, hatten wir Englisch, ich war halt der Einzige, der es halt schon auf Leistungskursniveau hatte und deshalb musste ich halt auch auf Leistungskursniveau meine Aufgaben machen. Das heißt, wo meine Klassenkameraden dann teilweise, wenn sie Grundkursniveau gemacht haben, also B1, dann einen deutschen Text bekamen und andere dann einen englischen Text, habe ich gar keinen Text bekommen. Ich musste das dann mit Hörverständnis machen und ich hatte halt trotzdem fast die ganze Zeit mühelos eine 1. Was bereitet das auf Arbeit vor, wenn man arbeitet, kommt nach Hause und man hat frei? Es bereitet einen darauf vor, dass man unbezahlte Überstunden als normal empfindet. Nein, also ich meine, es hat ja schon irgendwie seinen Zweck, aber ich glaube, es wird halt oft nicht so eingesetzt. Und Hausaufgaben sind halt auch, du hast halt entweder Leute, die können's schon. Also Hausaufgaben helfen eigentlich nur den Schülern, die die Sache verstanden haben und sie einfach noch ein bisschen üben müssen. Die Schüler, die es schon können, für die sind nicht davon herausgefordert, die machen es dann vielleicht, weil sie einfach, ne, weil es schnell geht, oder sie lassen es halt komplett bleiben, was zum Beispiel mein Ding in Englisch teilweise war. Oder du hast halt Leute, die haben es eh nicht verstanden und können es nicht, und für die ist das dann so eine Frusterfahrung, dass sie es halt erst recht sein lassen. Ich meine, an der Förderschule habe ich das aber auch teilweise gesehen, dass die Hausaufgaben halt auch angepasst waren an das, was die Schüler, also beziehungsweise dass die halt für jeden Schüler speziell konzipiert waren.
Beziehungsweise teilweise kriege ich das auch an den Grundschulen inzwischen mit. Wobei das halt auch in den Grundschulen zum Teil, also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon ein paar Grundschulen erlebt, wo klassenübergreifend halt unterrichtet wurde. Das heißt, du musst halt, wenn du dann Erst- und Zweitklässler in einer Klasse hast, musst du dann natürlich auch, du kannst denen ja nicht die gleichen Hausaufgaben geben. Ja, mit Programmieren, da muss man halt üben. Ja, ich sag mal so, Informatik war halt zum Beispiel auch so ein Fach. Wir hatten gar keinen Lehrer, der in der Oberstufe Informatik unterrichten durfte. Hat es natürlich trotzdem gemacht, weil sonst hätten es keinen Unterricht gegeben. Und Informatik war halt, ich finde, das war halt so abstrakt. So, ja, wir lernen jetzt, wie man einen Stack programmiert. Und ich denke mir so, das hilft niemandem hier weiter. Das bringt niemandem hier irgendwas Sinnvolles bei. Und dann habe ich mir halt, als ich mit Siedler vor ein paar Jahren angefangen habe, mich tiefer mit zu befassen, ich habe mir Lua beigebracht innerhalb von wenigen Wochen. Ich meine, klar, ich habe ein paar Sachen schon mitgebracht, weil ich halt die Grundlagen schon verstanden habe und grundsätzlich wusste, wie man sowas liest. Aber ich sag mal so, sowas wäre, oder halt sich in Minecraft mit Redstone zu befassen, das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, als irgendwie sich Binärschaltung so trocken anzugucken. Hausaufgaben wurde von einem Typen gefunden, weil die Klasse Scheiße gebaut hatte. Ich meine, Hausaufgaben als pädagogische, also als Erziehungsmaßnahme oder als Bestrafung ist ja auch schon lange nicht mehr zulässig eigentlich. Was natürlich manche Lehrer nicht davon abgehalten hat, es trotzdem zu tun, weil zu ihrer Zeit hat man es so gemacht und das Gesetz kann sie mal. Boah, wir hatten so einen Physiklehrer. Der ist in immer so ausschweifende Monologe verfallen. Auch das ging, was heißt Verschwörungstheorien, aber halt schon krasse Zukunftsvisionen, wie die Maschinen alles übernehmen werden und Menschen dann keine Menschen mehr sein werden. Und irgendwie hat man geredet. Dann hat er nämlich einem irgendein random Thema gegeben und dazu sollte man irgendwas schreiben. Ich meine, ich hatte ja nicht oft, dass ich Strafarbeiten machen musste. Also das hatte ich, glaube ich, einmal in der Grundschule in 4 Jahren und ansonsten halt auch sehr selten. Vor allem halt in der Oberstufe war das ganz lustig. Natürlich hatten wir Handyverbot an der Schule, aber halt jetzt nicht also ich jetzt im Schülerarbeitsraum hat das halt keiner kontrolliert. Und in der Oberstufe musstest du halt irgendwo hin, wenn du Freistunden hast. Ich habe mich dann irgendwie in den Kiosk gesetzt und wollte Musik hören. Und meine damalige Biolehrerin, das war 10. Klasse, war es, glaube ich. Oder? War es 10.? 10. oder 11.? Wenn es die 10. war, hatte ich die Biolehrerin auch noch. Das war auch, ja, man kann es nicht anders sagen, eine dumme Zicke. Also, die mochte irgendwie niemand. Und sie mochte auch uns nicht. Und die hat sich auch total aufgeregt. Ich habe mich aber dann geweigert, ihr mein Handy zu geben, weil ich gesagt habe, dass. Ich habe Freistunde, ich bin alleine im Kiosk und bin hier am Chillen. So, ich mache hier keinen Blödsinn, sehe ich nicht ein. So, sie hat mich dann irgendwie noch vor der nächsten Stunde noch konfrontiert, von wegen, das hätte ja noch ein Nachspiel, ist nie passiert. Ich weiß nicht, ob sie es vergessen hat oder ob da irgendwie auch die Schule gemerkt hat, so, wenn da kein größerer Anlass hinter war, wird es schwer, das durchzusetzen. Weil die Schulen halt teilweise halt auch, ne, schon ihre Befugnisse auch überschreiten, wenn es um sowas geht. Weil, ne, so Handy einziehen ist eine Sache während der Stunde, aber das dann irgendwie beim Schuldirektor im Tresor und die Eltern müssen es abholen, ist eigentlich schon grenzüberschreitend, weil das Handy ist ja weiterhin Eigentum des Schülers. Und spätestens nach Schulschluss muss es zurückgegeben werden. Wir machen es in Physik seit 3 Jahren irgendwas mit Schaltkreisen. Ich habe es verstanden, Schuh. Es gibt Reihe- und Parallelschaltung. Das haben wir irgendwie, ich glaube, in der 4. und in der 5. hatten wir das. Das hätte ich auch gerne mehr gemacht. Das war eigentlich total spannend.
Also das war auch so ein krasser Wechsel, als ich dann auf die Berufsschule kam und unsere Lehrer, wir hatten halt nicht so Bock, selber Unterricht zu planen. Das heißt, das meiste waren Gruppenarbeiten oder wo wir dann Referate vorbereiten durften. Also ich finde gerade der Anfang vom ersten Jahr war halt irgendwie, ja, macht mal 3 Referate pro Woche. Teilweise, also in einem Fall wollte uns ein Lehrer dabei sogar filmen oder hat uns dabei noch gefilmt, damit er noch im Nachhinein irgendwie unsere Gestik und Mimik sich angucken konnte, wo wir uns auch irgendwie gedacht haben, what? Aber sonst geht's ihnen gut. Und das Krasse da, weil wir hatten halt zwar einen Computerraum direkt neben unserem Klassenraum, aber das heißt ja nicht, dass wir den frei verwenden konnten. Und oft war es dann einfach, ja, benutzt eure Handys. Und ich so, erstens habe ich einen ziemlichen Kackvertrag mit 100 Megabyte Datenvolumen zu der Zeit gehabt. Zweitens hast du hier halt nicht mal Empfang. So, es gibt keinen WLAN, es gibt der Empfang, du hast, als hättest du Störsender in der ganzen Schule. So war der Empfang an vielen Orten. Aber Hauptsache, guckt mal im Internet nach. Ich denke so, wenn ich so, ne? Was soll das? So, die ganz echt, die Türen brauchen wir auch nicht mehr. Die können weg. Aber Referate waren einfach schlimm, war einfach mein Tod. Ach, da war doch eine Tür schon drin. Wollen wir das Ding hier stehen lassen? Also das ist halt voll im Weg eigentlich, aber es gibt Licht. Hier müssen wir eigentlich auch so eine Dings durchziehen. Weil sonst haben wir hier nämlich erstens kein Licht und zweitens sieht das uns komisch aus. Verstehe nicht, wie Leute das hinkriegen, ruhig zu sein, wenn man was vorstellen muss. Ja, vor allem selbst die Leute, von denen man denkt, das sind voll die krassen Redner, selbst die sind halt einfach nur gute Schauspieler und man merkt es halt einfach nicht. Ganz ehrlich, wir ziehen das hier rum. Weil das hier ist totaler Blödsinn. Das Ding ist nur im Weg. Ich sterbe immer bei. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist innerlich immer I want to die. Vor allem am besten sind, finde ich, immer die Referate, wo es dann heißt, man darf keine Notizen mitnehmen. Also keine Handzettel oder so. Das sind immer noch die besten, weil ich mir denke, in welcher realen Situation darf man das nicht? Ey, Günther Jauch bei Mehr wird Millionär hat zumindest Handzettel. Ich weiß nicht, ob der auf diesen Handzetteln was draufsteht, aber er hat sie in der Hand. Weil das einfach auch so ein Trick ist, damit die Leute wissen, was sie mit ihren Händen tun sollen. Und nicht wild durch die Gegend gestikulieren. So, bei der Tagesschau haben die Zettel vorne. Ich meine, da steht auch nichts drauf, weil die Teleprompter haben. Aber es ist halt auch, um den Eindruck zu erwecken. Aber bei irgendeinem Referat in der 5b darf ich dann keine Handzettel haben. Weil das wäre ja zu einfach. So, was soll das? Wer hat sich den Blödsinn ausgedacht?
Explain America. Aber da kam ja halt von der, gestern noch irgendwie der Gedanke, das hat auch, da wie gesagt, das ging halt auch um Sprüche von Lehrern, die nicht gut gealtert sind, wo man auch einfach merkt, dass viele Lehrer praktisch aus der Schule in die Uni und dann wieder zurück in die Schule sind. So von wegen, die haben gar kein normales Arbeitsleben mitbekommen. So. Ja. Die haben kein normales Arbeitsleben mitbekommen, die haben keine normale Ausbildung gemacht. Also zumindest die Lehrer, die halt direkt Lehrer geworden sind und nicht erst später im Laufe ihres Lebens. Lehrer hat mir eine 1- gegeben, aber wie gesagt, beim nächsten Mal muss ich meine Nervosität in den Griff bekommen. Alles klar, ich sehe. Vor allem, ich finde, es ist halt kritisch, Schülern beizubringen, dass Nervössein etwas Schlimmes ist. Aber keine Ahnung, was manche Lehrer halt auch für Einstellungen haben, das ist halt echt nicht okay. Und das wird in der Erwachsenenbildung leider nicht besser. Also selbst da fand ich, dass manche Lehrer halt maßlos überschätzt haben, wie viel Autorität sie eigentlich haben. Also vom wegen, wenn ich, als ich bedenke, in der Oberstufe, wenn da Stunden ausgefallen sind, hatten wir halt eigenverantwortliches Lernen, aber wenn wir wollten, durften wir auch nach Hause gehen, solange wir halt rechtzeitig für die nächste Stunde wieder da waren. Und in der Berufsschule haben sie dann darauf bestanden, dass wir halt da bleiben, wo wir uns halt je nachdem dran gehalten haben oder halt nicht, waren aber gleichzeitig halt teilweise nicht in der Lage dafür zu sorgen, dass uns zumindest unser Klassenraum aufgeschlossen wird, dass wir halt einen Ort haben, wo wir uns hinsetzen und lernen konnten. So, und ich denke mir so, ey, alle hier sind über 18. Alle. So, ihr müsst hier keine Aufsichtspflicht gewährleisten. Also, erzählt mal nicht. Wobei man dazu sagen muss, in der Erwachsenenbildung, die Lehrer kommen, glaube ich, oft genug halt auch aus anderen Hintergründen. Also, sie sind ja nicht unbedingt alle immer direkt Lehrer geworden. Wobei da trotzdem, die haben genug Vorstellungen, wie es in der Praxis läuft, wo man dann in der Praxis aber merkt, nein. Und das ist dann, ich finde das immer total schrecklich, weil du musst dann praktisch, wenn du dann im Praktikum bist und auch deine Kollegen, alle wissen, das läuft niemals im echten Leben so, wie es die Lehrer gerne hätten. Aber man muss irgendwie halt jetzt das hinkriegen, dass das so läuft, wie die Lehrer es gerne hätten, damit man halt eine gute Note kriegt. Also, damit bereitet man ja Leute auch nicht aufs Arbeitsleben vor. Jetzt gehen langsam die Dings aus, die Neverbricks. Wir müssen bald wieder zurücklaufen. Aber was ich ja sagen muss, wo ich wirklich gerne gearbeitet habe, ich habe tatsächlich im zweiten Ausbildungsjahr durfte ich mein Praktikum an einer Förderschule machen. Das war einfach die coolste Zeit. Da wäre ich sehr gerne geblieben. Weil die Lehrer waren toll, die Schüler waren toll. Hätte ich sehr gerne weitergemacht. Ja, sind auch immer zu arrogant oder nehmen den Job zu ernst. Ja, du merkst halt, dass manche halt nicht wirklich Ahnung vom echten Leben haben. Das ist so. Ich meine, es gibt wirklich tolle Lehrer und es gibt halt welche, wo du merkst, die wussten, die haben vielleicht ein Studium gemacht wie Geschichte, so. Damit verdienst du eigentlich echt kein Geld, außer du wirst Lehrer.
Gibt's nicht in jedem Beruf schwarze Schafe. Ja, man muss halt auch dazu bedenken, wenn du nicht gerade Grundschullehramt studierst, ist sehr wenig Didaktik in deinem Lehrplan drin. So, also gefühlt als Erzieher hast du mehr Methodik, Didaktik und sowas als Lehrer. Weil Lehrer gibt es halt wirklich nur um den Stoff, aber nicht, wie du ihn vermittelst. Komme ich hier irgendwie auch wieder raus? Ohne, dass ich jetzt hier Sand setzen muss? Ja, müssen mal real life studieren. Ja, das sowieso. Also, was man da schon erlebt hat. Zwei Seminare pro Fach, da wir zwei Fächer haben, das sind 8 Seminare in Didaktik. Also nach dem, was ich gehört habe, ist es halt gemessen am Rest sehr wenig. Und weitaus weniger, als man in vergleichbaren Berufen lernt. Wie gesagt, ich finde, es macht halt auch einen riesen Unterschied, ob du direkt Lehrer wurdest oder ob du halt erst noch einen anderen Beruf gelernt und auch ausgeübt hast. Grundstandsabhängig. Das kann natürlich sein. Das ist natürlich auch so, das macht es halt auch so schwer zu vergleichen, weil auch, ich falle teilweise auch aus allen Wolken, wenn ich teilweise höre, was andere Leute an ihren Schulen so hatten und ich nehme mir so, okay, welchem Bundesland seid ihr? Ist das normal oder war nur meine Schule nicht so? Wobei ich meine doch, wenn du zweites Staatsexamen hast, kannst du ja, meine ich, in jedem Bundesland lehren, oder nicht? Also anerkannt bist du ja dann doch eigentlich überall. Hier ist einfach noch so viel. So, ganz ehrlich. Bis Schneegolem. Ach, hier sind ja auch noch, hier ist ja auch noch Zeug drin. Nice. Nice, nice. Schon mal in NRW, das war schlimmer. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das nicht stimmt. Was erfahren hat, gibt es besondere Regeln, das hält aber die Unis nicht davon ab, ihren eigenen Kram zu machen. Ja. Es gibt auch Regeln für die Erzieherausbildung. Es hält auch die Einsatzstellen und die Schulen nicht davon ab, irgendeinen möglichen Blödsinn zu machen. Story of my life. Aber vor allem, wie viele Steine einen teilweise halt auch extra in den Weg gelegt werden. Bau eine Schwefelmine. Da steht S4. Bra. Wir sind noch weit davon entfernt, Minen zu bauen.
Schule hätte mir das beibringen müssen. Ach stimmt, hier ist ja auch, sind ja auch Slime-Chunks. Das hatte ich schon wieder ganz verdrängt. So eine kleine Schläfe wie mein Höllen-Ozean-Monument hatte schon was. Wenn die toten Flugzeuge wären, wäre die Schule ein Flughafen. Ja, da liegst du nicht falsch. Also wenn man in der Pubertät das Studium in letzter Zeit was anderes im Sinn hat. Geht dir aber viel Zeit blöten, vor allem weil die Pubertät nicht bei jedem Menschen zur gleichen Zeit anfängt und zur gleichen Zeit aufhört. Bringt das was, hier jetzt das so zu machen? Weil hier ist kein Connected Textures. Das ist nur von oben nach unten. Wählt mich zum Präsidenten, ich schaffe Schule ab. Schule soll nicht abgeschafft werden, soll einfach nur ordentlich laufen. Und dann ist es halt vom ersten Platz der besten Schule entfernt. Ja, deswegen. Also deswegen will ich ja, dass es, dass da... Deswegen müssen da ja auch Reformen sein. Aber das Ding ist, die sind halt so seit jetzt bestimmt auch schon knapp 20 Jahre. Von wegen, oh mein Gott, PISA. PISA ist so schrecklich gelaufen. Oh mein Gott, wir haben so schlechte Schulen. Aber es wird halt nichts dran geändert. Der erste Schritt wäre eigentlich halt zu sagen, Bildung ist Bundessache. Auswandern nach Finnland. Weil ich glaube, Finnland hat sehr hohe Anforderungen an seine Lehrer.
Lehrer müssen auch gut sein, bestimmt die Zukunft der Schüler. Ja, das ist halt auch so eine Fehlkonstruktion. Ich meine, Deutschland ist, glaube ich, auch eins der wenigen Länder, wenn ich das. Ich weiß nicht, ob es das einzige ist, aber eins der wenigen Länder, was halt noch an drei verschiedenen weiterführenden Schulen festhält. Das ist halt ein Relikt aus einer Zeit, in die wir eigentlich nicht zurück wollen. Und dass es bei vielen die Meinung vorherrscht, dass mein Kind muss auf Gymnasium, das ist es nichts wert, das ist schlecht. Weil dann auf den Oberschulen der Bodensatz bleibt, außerdem ist dann ein Riasch. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Man hat eigentlich jahrelang auswärts. So, wir haben in der ganzen. Wir haben ja auch natürlich auch Besuch hier von. Wir haben sogar Besuch von der Bundeswehr, von einer Soldatin bekommen, die uns dann erzählt hat, wie toll das doch bei der Bundeswehr ist und auch, dass sie das ja auch als Mutter total toll mit ihrer Familie und so vereinbaren kann. So, ist ja auch toll für sie. Aber ich glaube, wir haben wenig bis gar nichts zum Thema Ausbildung. Ja, weil man irgendwie auch einfach wahrscheinlich der Meinung war, das betrifft uns nicht. Ja, und am Ende habe ich eine Ausbildung gemacht und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Ich meine, ich habe ja auch überlegt, weil du sagst, du willst aus der Schule raus. Bei mir war ja auch der Plan, ob ich noch ein Studium dranhänge. Im Moment sehe ich das nicht. Abgesehen davon, dass halt ein Studium im sozialen Bereich oft genug halt auch, wenn man nicht gerade Lehrer werden will, für die Füße ist. Weil am Ende hängst du halt immer noch davon ab, ob du überhaupt eine entsprechende Stelle kommst, wo du dann auch besser bezahlt wird als ein Erzieher mit 3 Jahren Ausbildung oder 5 Jahren Ausbildung, je nachdem, welchen Weg du gegangen bist. Und dafür drücke ich nicht nochmal die Schulbank. Abgesehen davon, dass ich wenig an Studiengängen in meinem Bereich sehe, die ich berufsbegleitend machen könnte. Das Gymnasium sollte aufs Studium vorbereiten. Ja, aber dann kann halt nicht ein großer Teil der Bevölkerung aufs Gymnasium gehen. Also ich glaube, das sind ja inzwischen schon irgendwie 40% oder so. Das geht dann halt nicht. Wieso? Du kannst halt nicht in einer Tour halt Ausbildungen abwerten. Das ist halt der Grund, warum wir jetzt einen Fachkräftemangel haben. Hier sind wir, okay. Getarnte Hauptschule. So, nehmen wir jetzt die Wand hier raus oder nicht? So, wenn wir das machen, haben wir halt hier total offen.
Aber geht eigentlich nicht anders. Wenn wir nicht hier diesen ultra engen Gang haben wollen. Also checken Sie die Statistik darüber, dass mit steigendem Einkommen der Eltern das Niveau sind, mit dem die Kinder auf das Gymnasium kommen können. Na gut, generell merkst du halt, dass viele Kinder halt nicht mehr den Lebensstandard oder ihre Eltern oder sogar besser haben werden. Streng genommen zähle ich da auch zu. Sportlich, dem das so entwarflich war. Weil ich finde, der Einsatz sollte bei Sport schon irgendwie bewertet werden. Aber ich finde halt, wenn man sich. Das Ding ist, du kannst Leuten im Sportunterricht halt auch schnell den Spaß an Sport austreiben. Und es finde ich halt auch ein absolutes Unding, Leuten, die einfach die nicht komplett verweigern, da ein Defizit reinzuhauen. Genau, ja, Kunst genauso. Kann halt nicht jeder Picasso sein. Abgesehen davon, dass halt so viele von den Künstlern, die wir jetzt feiern, halt, die Anerkennung auch erst nach ihrem Tod erfahren haben. Also gar nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich den Aufgang nach oben mache. Ob ich überhaupt einen mache. Weil an die Beacon müssen wir jetzt nicht so oft dran und die zwei Etagen sind eigentlich auch voll ausreichend. Nur tote Künstler sind gute Künstler. Künstler, mit denen man sich im Unterricht gerne mal hätte beschäftigen können. Bob Ross. Es gibt keine Fehler, nur glückliche kleine Unfälle. Abgesehen davon, dass der Mann halt wirklich einfach eine ultra beruhigende Stimme hat. Frage, machen wir mit diesen Räumen irgendwas?
Theoretisch kann man natürlich hier eine Treppe. Hier könnte man eine Treppe einbauen. Das würde gehen. Das sieht auch nicht. Das hier ist halt nicht cool. Und hier ist halt direkt schon die Außenwand. Okay, ich weiß, wie es Sinn ergibt, oder? Weiß ich das? Nee, weiß ich nicht, weil hier ist der Eingangsbereich. Hier möchte ich keine Treppe haben, die direkt, oder? Ach, fuck, ist doch alles kompliziert. Und hier ist auch noch diese Geschichte. Grundsätzlich das Problem im Sportunterricht steht ja, dass jemand nach Klassenstufe beurteilt wird. Also ich habe es in Erinnerung, dass wir, also ich meine, wir werden in NRW nach Alter beurteilt worden. Wobei auch finde ich das kein. Das ist halt auch nicht hilfreich, weil, ne, ich habe Fünfjährige gesehen, den hast du von der Körpergröße her gedacht, die wären vier. Jemand, der ein oder zwei Jahre jünger und ein Kopf kleiner ist, der einen Hochsprung dieselbe Höhe schaffen, das ist jetzt schräg. Ja.
Kann ich hier? Geht das? Kann ich das fortführen? Ja, sehr schön. Das geht. Das heißt, wir können das hier so als Ausbuchtung haben. Wir haben momentan Hochschulen. Wir haben Leute, denen geht die Latte bis zur Brust. Kein Plan, wie wir das schaffen. Das kann es eigentlich nicht sein. Also, ich kenne es, dass wir nach, glaube ich, nach Alter und ich glaube zum Teil auch nach Körpergröße halt gestaffelt waren. Das sind auch nicht unbedingt immer die besten Metriken, aber. Was bringt dir Nutzlosium, außer dass du Ballisten bauen kannst? In Siedler 4 nicht so viel. Ich meine, in Siedler 4 können die Trojaner das ja noch in Eisen verwandeln. Was halt aber auch halt nicht so ein guter Primärzweck ist. Aber selbst in Siedler 3, ich meine, da hast du es für die Kanonen verwendet. Und die Amazonen konnten es mit Edelsteinen in Gold und Eisen verwandeln. Im Laboratorium, was halt mit eines der coolsten Gebäude war. Das hier im Stream. Alles, was du da machen kannst, ne? Hydrieren zum Beispiel. Nicht ertränken in Wasser. Immer schön das Trink-ASMR. Must-Consume-Drink. So, warte. Das hier geht nämlich wieder zu. Dann machen wir nämlich hier. Boom. Ich meine, was Twitch wohl auch im Moment pusht oder jetzt teilweise anfängt, ist, dass ausgewählte Kanäle so eine Community-Challenge kriegen und wenn man da dann genug Kanalpunkte reinballert, dann wird man auf der Frontpage halt gefeatured, was ganz interessant wäre für einen Channel wie meinen. So, ich denke, das ist, oder? Wollen wir es noch eins nach vorne ziehen? Wäre vielleicht sinnvoll, oder? Sieht halt, finde ich, nur komisch aus, so wie das hier gelöst ist. Es würde oben, ja, oben würde es besser aussehen. Ich weiß nicht, ob es hier unten besser aussieht, wenn wir hier das noch eins vorziehen, weil dann wäre die Treppe ja schon da. Und wenn man dann hier reinkommt und wir haben ja hier diese komische Konstellation, die ich ja auch beibehalten möchte eigentlich. Weiß ich nicht. Wir lassen das mal so stehen. Wenn du die Treppe in einen Knick machst. Gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Wenn höchstens hier oben, aber dann führt es halt in die Ecke. Wir könnten hier und dann hier so zwei Treppen. Also da, das würde gehen. Können wir uns gleich mal angucken. Warte, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Da wenn ich hier, dann muss ich, also ich könnte höchstens auf der gleichen Ebene. Also ich weiß nicht, was du mit Knick meinst.
Also beziehungsweise wo? Weil hier oben geht's nicht wirklich. Ich meine, höchstens, wir könnten hier oben das. Wir könnten hier oben praktisch, ja. Natürlich bei der Werbe, wie sonst was, kriegst du davon überhaupt was? Nein. Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Werbepausen, die Creative in letzter Zeit gesponsert hat, die haben mir, glaube ich, ein paar Cent eingebracht, aber ich glaube, die normalen bringen mir nicht so viel. Kannst du nicht auf der Zwischenebene die Treppe nicht drehen? Ja, aber wohin denn? Das würde ja höchstens in die Richtung gehen. Und ich will ja, dass sie hier rauskommt, weil ich nicht möchte, dass sie direkt unter der Beacon rauskommt. Was vielleicht geht, ist, wenn man hier so eine kleine Zwischenebene reinzieht. Und dann hier noch eins hochgeht. Ich muss jetzt weiter lernen, sad. Ja, wäre ich auch. Weil Latein ist. Ugh. Unter Umständen könnte man das noch halbieren, dass es ein bisschen weniger auffällig ist. Spart auch ein bisschen Material. So, jetzt reicht's aber. Ich muss hier irgendwie einen Kill-Mechanismus reinkriegen. Lava oder so. Weil ich hätte hier rote gebraucht, ne? Habe ich nicht sogar noch rote Ziegel? Ich hätte die gar nicht zerschneiden müssen, verdammt.
So, dann machen wir nämlich hier zu. So, wir schmeißen mal kurz das hier weg. Ich find's krass, wie lange der fliegende Händler schon wieder hier ist. So, das machen wir. Hier. Na. Hilfe. Oh, direkt auf dem schwarzen Wächter gelandet. Wir werden nicht drum herum kommen, gleich nochmal zu Crossroads Tempel zu laufen und nochmal nochmal Dinger zu holen. Nochmal Ziegel.
ist die Welt in einem YouTube-Video zeigen oder vorstellen. Ich meine, es gibt die Highlight-Videos und es gibt das 1000-Tage-Video und es wird auch noch ein 2000-Tage-Video geben, wenn alles gut läuft. Und nichts Schreckliches passiert. Eine World Tour, weiß ich nicht, ob da der Bedarf so da ist. So, machen wir es so. Dann kann man den Raum vielleicht hier noch für irgendwas nutzen. So, das und hier.
So, dann haben wir hier das Schwarz weiter. Okay, und jetzt geht uns also wirklich die Ziegel aus. Das ist nicht gut. Let's go. So, dann haben wir das nochmal. Das sollte aber dann hoffentlich genügen. Ich überlege ja gerade, ob ich mal ein paar... What? Wo kommst du denn her? Ein paar Beacon-Blöcke als Flex hier irgendwie einbringen will. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich zum Nether-Monument passt. Weil Beacon-Blöcke haben wir. Ich meine, wir können mal kurz austesten, wie das... Wie das aussähe. Ja. Das Ding ist im Moment mit den Mods, die wir haben, sieht das halt aus wie einfach ein ganz normaler Glasblock.
So. So, und hier. So, ich denke, das ist hier schon wesentlich angenehmer geworden. Moment, wir machen. Machen wir das denn, dass das gut aussieht? So, und hier. Wir brauchen mehr rote Ziegel.
ist dann das nächste Projekt der Nachbau einer Netherfestung aus dem blauen Stein. Das ist tatsächlich eine Idee, die ich habe, wo ich dann halt einen kompletten Bereich vom Nether terraformen müsste, dass das praktisch eingefroren ist. Wäre cool. Ich habe aber bis jetzt noch keine zweite Netherfestung gefunden, wo ich das machen wollen würde. Ich meine, wir hatten ja mal vor ewigen Zeiten, die erste, die wir gefunden hatten, war ja so winzig, da gab es ja auch gar keine... Nee, warte, das ist die. Die Nether, wir hatten nur eine Netherfestung gefunden, stimmt. Die Netherwarzen hatten wir ja aus den Bastionen holen müssen. Weil die Netherfestung, die wir dann verwendet haben für die Nethers, für die Wilferskelett-Farm, die hatte ja keine einzige Netherwarze. Ah, das ist hier aber auch alles nicht cool. Weil ich glaube, eigentlich möchte ich den Teil hier möglichst weg haben. Gucken wir gleich. Erstmal unten. Moment, ich glaube, das hier müssen wir mal verschieben, damit es ein bisschen besser aussieht. Hier sind vier zwischen und hier sind vier. Ja, sonst ist es aber unsymmetrisch. So, hier. So, der Raum hier.
Ja, es ist ja dieser komische Übergang von gerade hier alles zweimal und hier dann ungerade alles dreimal. Deshalb sieht das halt komisch aus, egal wie man es macht. Moment, das ist so rum. Das ganze Zeug müssen wir auch irgendwann mal in Crossroads-Tempel unterbringen. Wir brauchen mehr Glowstone. Das hier müssen wir auch unbedingt in Ordnung bringen. Ja, chillt mal. Das sind meine Schulkerboxen, die darf ich aufmachen. Zum Thema Schule fällt mir gerade noch einmal eine Lehrerin Abi hatte zum Thema Volumenrechnung und der 3D-Integranten Star Trek-Aufgabe stellen, in das Volumen eines bajoranischen Drehkörpers errechnen sollten bei Quarks Miniaster verkaufen wollt. Und 80% der Klasse ist sowas, ist ein bajoranischer Drehkörper. Okay, die Lehrerin ist cool. Ich weiß, dass wir mal ein Buch in der 5. Klasse gelesen haben über ein Computerspiel, das Wirklichkeit wird. Und wir sollten dann alle auch ein Spiel vorstellen. Und bei mir war es tatsächlich The Fallen, was ich vorgestellt hatte. Oder zumindest versucht hatte vorzustellen. Womit halt niemand was anfangen konnte.
Okay, sobald wir eine Lichtquelle in der Hand halten, ist halt komplett vorbei mit der Framerate. So, vorhin sagen wir aber auch nichts. Ich habe ein 45-minütiges Video dazu gemacht. Dann soll ich mir das mal geben? Ja, solltest du. Das ist das Spiel von DS9, gut, das habe ich gesehen. Ja, das meinte ich auch. Wir haben keine Shader an, oder? Ne, Shader disabled. Ich brauche mal wieder eine neue Grafikkarte, aber das wird wohl nicht in naher Zukunft passieren.
Ach, hier ist ja auch noch. Ich habe gerade glatt die Befürchtung, dass das nicht hinhauen wird. War das dann so, andere Computerspiele sind böse Zeit? Nee. Also, ja, irgendwie schon, aber... Ich fand jetzt nicht, dass bei uns in der Schule da jetzt groß dagegen gehetzt wurde. Okay, wir brauchen mehr Netawarzen. Daran führt kein Weg vorbei. So, das kommt auch weg. Es ist halt schade, dass viele das Dartspiel nicht mehr gibt, außer der Handvoll auf GOG.
Ja, ich habe festgestellt, man kann sich Star Trek Birth of the Federation einfach runterladen, auch mit zig Mods. Wobei ich sagen muss, dass ich hatte es als Kind mal gespielt und auch schon da einigermaßen viel verstanden dafür, dass die Erklärungen absolut beschissen sind, aber ich komme in das Spiel inzwischen auch nicht mehr rein. Also es holt mich auch nicht wirklich ab, dass irgendwie ultra viel Micromanagement, sobald mal irgendwas passiert. Ich finde die Kriegsführung da nicht angenehm. Das war dann so ein Spiel, wo ich mir nicht sicher war, ob es schlecht ist oder ob ich einfach zu blöd dafür bin, aber das hatte ich jetzt schon mit ein paar Spielen in letzter Zeit. Moment, wir gehen einfach mal hier außen rum. Hallo? Nimm es mit. Hoch. Ah, okay.
Na, ging das noch weiter? Es ist doch weniger, als ich dachte, was noch übrig ist. Ich meine, manche Sachen sieht man natürlich zwangsläufig doppelt. Wenn man die gleiche Wand von mehreren Seiten sieht. So, jetzt wäre Flycam hilfreich. Moment, wir laden einmal kurz ab. Hier ist noch. Aber ansonsten nur noch oben. Boah, diese scheiß Fledermäuse. Könnt ihr mal nicht die ganze Zeit mir vor die Flinte fliegen?
Sorry, Fledermäuse. Ich weiß, ihr seid süß, aber das war's leider auch. Wir brauchen noch mal mehr Netherwarzen. Wie sieht's aus? Haben wir es extra? Haben wir es echt jetzt hinbekommen? Hier ist noch. Aber so weit fehlt eigentlich nur noch oben. Vor allem hier. Okay, ja, wir machen das hier komplett weg. Dann haben wir hier einen großen Raum.
Okay, ich glaube, das könnte gut sein, dass das nicht mehr genau hinhaut. Okay, hier müssen wir auch noch mal hoch. Das haut leider nicht mehr hin, würde ich behaupten. Aber ich denke, das ist okay für heute. Wir haben es fast geschafft. Es hat fast hingehauen. Moment, das machen wir nur noch hier richtig. Wo kommen wir denn sonst hin? Aber das hier mache ich dann, denke ich mal, noch offscreen nebenbei. Dann fülle ich nämlich auch unsere Bestände wieder auf. Weil wir haben jetzt wirklich fast unseren gesamten Bestand an Netherbricks. Beziehungsweise ich habe ja vor den Netherrack zu Netherbricks geschmolzen. Deshalb, ja. Wir haben auch jetzt nicht mehr groß noch was in Crossroads Temple. Wobei, komm. Ein bisschen haben wir noch. Das müsste es. Es könnte sogar sehr knapp hinhauen. Wir holen das schnell. Ich will das jetzt nicht so lassen. Wenn ich nicht absolut muss. Und hier ist sogar noch ein bisschen Netherrack übrig. Ja, das haben wir. Dann können wir nicht auch noch die Netherwarzen verteilen.
bisschen ist noch übrig. Das war's aber auch wirklich. Hoffen wir mal, dass das passt. Pass auf, die mache ich schon mal direkt zur roten, weil ich glaube, die werden wir noch benötigen. Nee. Also im Netherportal stehen bleiben ist auch keine gute Idee. Da wird einem ja maximal schwindelig bei. Na. So, irgendwo möchte ich aber einen Zugang haben. Und zwar hier.
Wow. Okay, doch, das müsste hinhauen. Na. Nice. Also ich dachte, das wird wesentlich komplizierter. Aber, Moment, das tun wir auch noch weg. Wir haben es hingekriegt. Das Neta-Monument ist offiziell fertig oder weitgehend fertig. Also wenn ich jetzt nichts vergessen habe, aber soweit ich hier alles beurteilen kann, alles, was innen oder außen sichtbar war, ist jetzt neterifiziert, würde ich mal so sagen. Das ist halt schon. Vor allem, wir haben jetzt hier Raum, uns zu bewegen. Wir haben Treppen. Wir haben da noch ein paar Treppen. Wir können hier noch gleich das hier alles vollpflanzen. Dann haben wir hier auch richtig viel an Netherwarzen, die dann wachsen können, falls wir die Guardian Farm verwenden. Aber vor allem, ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft die Guardian Farm verwenden müssen, weil wir haben durch dieses Projekt so viel an Prismarinen gesammelt. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Also ich denke, ich werde zwischen den Streams dann unsere Netherrack-Bestände wieder auffüllen und auch unsere Netherbrick-Bestände. Also ich werde die Nethermine ein bisschen besuchen wohl. Und ansonsten muss ich mir echt überlegen, wie wir weitermachen oder womit wir weitermachen. Aber das ist zum Glück mein Problem und nicht eures. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.